Moin Leute, willkommen zu einem kleinen Video. Es gibt News in Pokémon, denn es gibt ein neues Event. Ihr bekommt nämlich die Möglichkeit, ein Shiny Pikachu zu fangen. Wenn ihr hier auf Neuigkeiten geht, sehen wir auch das Ganze. So, wir haben hier aufgepasst, Neuigkeiten aus der Naturzone. Wir haben bis zum 9. August um 23:59, was schon bald ist, weil wir haben nämlich heute den 6. Erscheinen Pikachus, Raichu, Alola Raichu und Pichu häufiger in deine Raids. Mit etwas Glück können sogar aus, also könnt ihr ein schillerndes Pikachu treffen. Ja, also ihr habt die Möglichkeit im Endeffekt jetzt bis zum 9. die vier Pokémon in Raids anzutreffen und das Pikachu kann mit einer höheren Wahrscheinlichkeit in Shiny sein. Was ich gefunden habe, ist, dass es wie immer ist, auch bei dem Wildlord-Event, dass die Wahrscheinlichkeit bei 2% liegt. Wenn ihr Host dieses Raids seid, soll die Fangchance bei 100% sein. Bei Wildlord war es zumindest auch so gewesen, dass ihr da auch mit eurem Wunschball fangen könnt. Wenn ihr einem Raid beitretet, der ein Shiny Pikachu beinhaltet, dann habt ihr die ganz normale Fangchance, die ihr sonst auch immer habt. Ingame müsst ihr eigentlich nicht viel tun. Ihr müsst jetzt einfach nur, wenn ihr im Spiel seid, mit dem Internet verbinden. In dem Fall, wie ich jetzt hier. Ihr könnt auch nochmal bei Geheimgeschenk nochmal kurz gucken mit News aus der Naturzone. Das sage ich auch nochmal ganz kurz, dass ihr dann nochmal hier drauf geht. Hier Geheimgeschenk, dann Neuigkeiten aus der Naturzone erhalten. Dann zeigt ihr euch auch hier, wie ihr bla bla bla. Du hast via Internet die neuesten Infos aus der Naturzone erhalten. Wirf einen Blick in die Pokémon-Nester. Letztes Update 6.8.14.18 Uhr. So, das heißt auf jeden Fall, das ist aktuell. Und ja, jetzt sollten aus Raids die Möglichkeit haben, einen Pikachu zu bekommen. Was ganz cool ist, weil so bekommt man natürlich die Möglichkeit, auch die vier Pokémon mit der versteckten Fähigkeit, also generell zu bekommen und Pikachu in Shiny mit der versteckten Fähigkeit. Und natürlich auch noch ein bisschen wegen Attacken, ganzen Donnerattacken und so, die man auch noch nebenbei bekommt. Ja, Leute, das war's an der Stelle. Nicht viel, aber ein paar coole News. Und dann wünsche ich euch viel Spaß, viel Glück beim Handeln, viel Glück bei Shiny Pikachu. Und wir sehen uns. Bis denne. Tschö.